Willkommen zu Die Urbane, das Update. Hier erfahrt ihr wöchentlich die neuesten News rund um Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Bei unserer letzten Vorstandssitzung hatten wir zu Gast Michael Ritter, der erste Vorsitzende des Sinti und Roma Köln e.V. Wir haben uns mit ihm ausgetauscht zur aktuellen Lebenssituation von Sintise und Romnia in Deutschland. Er hat uns teilweise schreckliche Dinge berichtet darüber, wie Menschen kriminalisiert werden dafür, dass sie heiraten wollen, dafür, dass sie sich aussuchen, wo sie leben oder auch einfach nur dafür, dass sie in Deutschland leben und keine Staatsbürgerschaft haben, obwohl sie in Deutschland geboren sind. Deutschland diskriminiert und schließt Sintise und Romnia systematisch aus. Das ist eine schreckliche Sache. Sintise und Romnia gehören zu Deutschland genauso wie arabische Menschen, wie jüdische Menschen, wie schwarze Menschen zu Deutschland gehören. Und ich hoffe, dass das bald verstanden wird. Shoutout an Michael Ritter und die Sinti und Roma Köln e.V. Außerdem hatten wir zu Gast Dr. Rahab Njeri, eine schwarze Historikerin, die in Köln im Gesundheitsausschuss sitzt. Sie setzt sich ein für Community, Bildung und Bindung. Und wir haben mit ihr nochmal speziell über unsere Forderung der Black Studies, aka schwarzer Studien, gesprochen. Und wie es möglich wäre, ein wissenschaftliches System zu etablieren oder einen wissenschaftlichen Forschungsstrang zu etablieren, der versucht oder der Eurozentrismus aktiv etwas entgegensetzt. Wir kommen zu unseren Landesverbänden. In NRW und Niedersachsen wurde erfolgreich ausgezählt und bestätigt. Das heißt, diese beiden Landesverbände sind jetzt offiziell gegründet. Es gibt also 4 offiziell gegründete Landesverbände von Die Urbane. Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das heißt, bis zur Bundestagswahl fehlen uns noch 4 weitere in den größten Bundesländern. Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Diese 4 Bundesländer müssen wir unbedingt noch an den Start kriegen bis zur Bundestagswahl. Also wenn ihr dort seid und Bock habt mitzumachen, meldet euch. Außerdem wurde angefangen, Unterschriften zu sammeln. Wie ihr wisst, müssen wir in jedem Bundesland, was bei der Wahl wählbar sein möchte, Unterschriften sammeln. Bis jetzt 2000 für die Bundestagswahl, aber wahrscheinlich wird diese Zahl noch herabgesetzt. Im Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wird schon gesammelt. Also meldet euch bei den Landesverbänden, wenn ihr unterschreiben wollt. Und in Berlin sammeln wir schon für die Landtagswahl, für die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses. Und da haben wir gestern die erste Sammelaktion gemacht im Gleisdreieckpark. Erfolgreich 37 Unterschriften gesammelt. Shoutout an all die Menschen, die uns da gestern unterstützt haben. Wenn ihr selber unterschreiben wollt, meldet euch bei dem jeweiligen Landesverband und seid dabei. Dann kommen wir als nächstes zum Bündnis-Ökozid-Gesetz. Eins unserer Vorstandsmitglieder, Yvonne Müller, ist aktiv dabei in der Kampagne Bündnis-Ökozid-Gesetz. Bitte unterstützt das Ganze, liked das, teilt das, unterschreibt selber den offenen Brief an die Regierung. Denn Ökozid ist die Tötung des Ökosystems und das muss strafbar sein. Im Endeffekt ist es nichts anderes als Umweltzerstörung im großen Stil. Und das passiert von großen Firmen und zwar ganz, ganz vermehrt in den ehemaligen Kolonien oder im globalen Süden. So wie in Nigeria von Shell, dem Ölindustrie, das Wasser, das Niger-Delta, zerstört wurde. Und das muss strafbar sein, damit Shell dafür zur Verantwortung gezogen wird und in Zukunft keine Firmen mehr einfach unsere Lebensgrundlage zerstören können, um daraus Profit zu machen. Dann, wer noch nicht gehört hat von Like It Is, ist ein unfassbar großartige Berliner Radiosendung, ein Podcast, wo man bei Patreon noch in den Deep Dive zu jedem Gast sich 1,5 Stunden Interview angucken kann oder anhören kann und das Ganze ist auf Englisch. Also wenn ihr Leute habt in eurem Umfeld, die meisten urbane Kommunikationen sind ja auf Deutsch, wenn ihr mal jemanden habt, dem ihr das nahe bringen wollt, der vielleicht kein Englisch kann, dann schickt ihm doch den Link von Like It Is. Ihr findet den in unseren Insta-Links. Vielen, vielen Dank und Shoutout auch nochmal an das Team, Diana und all die anderen. Es war ein großartiges Interview. Niki Drakos und ich durften dort erzählen von Die Urbane und unsere Pläne für 2021. Dann ist morgen der 1. Mai. 1. Mai. Der Revolutionstag. Geht auf die Straße, setzt ein Zeichen, hängt eine rote Fahne aus dem Fenster. Denkt darüber nach, wie wir die negativen Machtsysteme, die wir bereits identifizieren konnten, das rassistische, kapitalistische Patriarchat, wie wir das überwinden können. Ich habe gestern ein Zitat von Zizek gesehen, wo er sagt, im Kapitalismus ist genau derjenige versklavt,
der sich frei fühlt. Solange wie wir im Kapitalismus leben, sind wir nicht wirklich frei. Unsere Freiheiten bestehen nur daraus, dass wir wieder etwas produzieren können oder was kaufen können. Aber wirklich frei zu leben, ist, glaube ich, auch zu erkennen, inwiefern wir zurzeit eingeschränkt sind. Und dafür gehe ich morgen auf die Straße. Wir gehen morgen zur revolutionären 1. Mai-Demo. Sie beginnt um 17 Uhr am Hermannplatz und die Leute von Die Urbane, die Bock haben, mit uns zusammen zu laufen, treffen sich in der Weserstraße direkt um die Ecke. Weserstraße Nummer 3, 16.45 Uhr vor dem Afro-Shop Alpha und Omega. Ich werde eine Rede halten in dem Enteignungsblock. Ich freue mich darauf, euch alle da zu sehen. Bam, die nächsten 6 Monate werden kräftig aufregend. Superwahljahr 2021. Peace out.